rauben uns die Pferde die Show. So, wir sind, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen eure Aufmerksamkeit trotzdem noch in unsere Richtung lenken. Keine Angst haben, musst. So, Imke und, das ist dein Name, Imke und Babette sind mein Musterpferd. Babette ist die Hinterhand, Imke ist die Vorhand. So, und ihr müsst euch vorstellen, wir geben am Wochenende ja ganz viele Kurse in Freiarbeit. Und die meisten Leute, wir haben ganz, ganz viele Wiederholungstäter, aber wir haben auch ganz viele Menschen, die das erste Mal mit ihrem Pferd Freiarbeit machen wollen. Und das Erste, was wir eben erarbeiten, ist dieses sogenannte freie Folgen. Entspann dich, Imke. Ganz schwer, das Pferd aus dem Blick zu lassen. Wenn ihr... Das bringt mich auch mal wieder ein bisschen aus dem Konzept. Also, ihr habt, wenn wir in den Kurven starten, starten wir ohne Seitenhalter natürlich und wir arbeiten ohne Leckerlis. Und es gibt, wenn wir dabei starten, bei diesen freien Folgen, gibt es drei Modelle. Es gibt das Rabenmodell, es gibt den Raser und es gibt den Parker. Wir versuchen jetzt mal das Brabe-Modell zu machen. Ich mache also Seil und Halter ab. Du passt auf die Hinterhand auf, okay? Ich mache Seil und Halter ab und ich drehe mich um und gehe weg. Und mein Zielbild ist quasi, braves Modell, dass egal wohin ich mich bewege, das ist wunderschön, wir können auch einfach stehen bleiben, egal wohin ich mich bewege, dass mein Pferd die ganze Zeit sagt, alles klar, ich komme mit, ich denke in deine Richtung, ich bewege mich in deine Richtung, ich gehe nach rechts oder ich gehe nach links und das Pferd ist die ganze Zeit da und folgt mir. Dann drehe ich mich um und bestätige es und am Anfang dann drehe ich mich wieder um und gehe wieder weg. Und am Anfang machen wir das natürliche Folgen im Rücken, weil das die neutralste Person ist, die neutralste Position ist, die ihr dem Pferd anbieten könnt. So, das war jetzt das Bravo-Modell. Ich sagte ja noch, es gibt noch den Raser und den Parker. Ich weiß nie genau, welches Spiel Imke dann spielt. Ich mache also wieder Seil und Halter ab. Ich drehe mich um und gehe weg. Ah, wir haben offensichtlich auch den Raser im Gegenverkehr. Also, was passiert, wenn euer Pferd, wenn ihr Seil und Halter abmacht und euer Pferd wild durch die Gegend rast? Was ihr machen müsst, ihr müsst quasi den Fokus und die Aufmerksamkeit eures Pferdes in eure Richtung lenken. Das Pferd kann die Richtung ändern, wie viel es will. Ihr ladet es quasi die ganze Zeit pausenlos ein. Wenn mein Pferd also rechte Hand ist, dann drehe ich einfach meinen Bauchnabel nach links und gehe seitlich rückwärts auf den Hufschlag des Pferdes oder vor das Auge des Pferdes und warte auf den Blick. Pferd kreuzt. Du bist im Gegenverkehr, Almi. Warte auf den Blick des Pferdes. In dem Moment, wo ich den Blick des Pferdes habe, drehe ich mich um und gehe weg. Da ich aber den Raser habe, sagt er am Anfang, ich kann überhaupt nicht zuhören und dreht sich um, wendet ab und wechselt einfach die Hand. Meistens wechseln sie nach außen, weil der Mensch tendenziell zu dicht dran ist für die Einladung. Ich merke, also mein Pferd hat eine rasende Geschwindigkeit, deswegen gehe ich ganz weit weg, um es einzuladen. Es hat schon wieder die Richtung geändert. Ich sage, das ist überhaupt kein Problem. Und ich gehe auf den anderen Schlag. Ah, Babette Hinterhand mit Handy. Ich stelle mich quasi wieder in den Weg. Ich sage, hallo Schätzchen, das sage ich natürlich nicht. Aber gefühlt breite ich hier die Arme aus, warte auf den Blick. Wenn der Blick kommt, drehe ich mich wieder um und gehe weg. Und irgendwann wird der Rater sagen, was will sie denn? Und es sucht quasi eine Lösung und sagt, vielleicht schließe ich mich einfach mal an. Und dann passiert Folgendes, er kommt vom Hufschlag weg, der Raser, und fängt an, in meine Richtung zu denken. Dabei ist mir das Tempo und der Abstand ist mir total egal. Hauptsache, es denkt einfach in meine Richtung. Und dann gehe ich so ein paar Schritte und dann drehe ich mich um und sage, spitzenmäßiges Pony. Wenn ihr euch umdreht und euer Pferd bestätigen wollt, achtet bitte darauf, dass ihr aus eurem Vorwärts nicht sagt, toll, sondern ihr dreht euch total lässig um und sagt, ja, genau. Dass ihr sich also versucht, dass eure Körperspannung ist einfach auf Null. Ihr sagt einfach nur, es ist großartig, dass du in meine Richtung denkst. Das war jetzt der Raser. Ich mache mal noch den Parker. Mal gucken, ob das geht hier. Ich mache also wieder Entspannung. Atmen. Sage ich meinen Kursteilnehmern auch mal. Atmen. Ich mache also wieder Seil und Halter ab. Ich drehe mich um und ich gehe weg.
und meistens passiert dann gar nichts. Und ich gehe immer so leicht im Bogen weg, einfach um zu sehen, im Augenwinkel zu sehen, ob mein Pferd mitdenkt und sich mitbewegt oder nicht. Wenn ich jetzt merke, das Pferd parkt einfach, es ist total spannend, was im Außen passiert, dann kann ich nämlich in diesen Bogen weitergehen und anfangen, ein bisschen Druck, ist nicht nett eigentlich mit dem Weg, ein bisschen Druck Richtung Hinterhand auszuüben. Und wenn mein Parker aber sagt, ich habe gerade keine Zeit mit dir, was mein Ziel war, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, weil ihr auf diese reizenden Pferde guckt, was mein Ziel war, danke Ani, dass sich die Vorhand in meine Richtung bewegt. Deswegen mache ich das jetzt einfach nochmal. Also ich gehe Richtung Hinterhand, brav. Es geht, ist so grenzwertig, ich will einen Schritt mit der Vorhand in meine Richtung. Dann würde ich aufhören. Super. Es war ein kleiner Minischritt, aber die Vorhand hat sich quasi in meine Richtung bewegt. In dem Moment drehe ich mich wieder um und gehe weg. Ich nehme also den Druck raus. Und Pferde lernen ja über Druck und Druck wegnehmen und Komfort. Und wenn ich jetzt merke, es parkt schon wieder, sage ich, ist überhaupt kein Problem. Ich gehe quasi wieder acht vor dem Pferd, fange wieder an. Und sobald die Vorhand in meine Richtung kommt, drehe ich mich um und gehe weg. Und irgendwann wird auch der Parker sagen, ich kann es mal versuchen, ein bisschen in deine Richtung zu denken. Und dann kommt er ganz langsam und gemächlich, aber das ist mir erstmal egal. Er denkt in meine Richtung und er kommt in meine Richtung. Dann drehe ich mich wieder um und sage, toll, Almi, wunderschön. Aus diesem Freifall, was ihr am Anfang immer vorwärts anfangt, einfach weil eben hier diese neutrale Zone ist, dreht ihr euch irgendwann um und fangt an, rückwärts weiter. Das ist nicht mein Pferd, das ist das Pferd meiner Kollegin. Fangt ihr an, rückwärts zu gehen. Was ganz oft passiert, ist, dass ihr in dem Moment, wo ihr auf dem Vorwärts in ein Rückwärts geht, dass das Pferd erstmal sagt, krass, das ist mir viel zu viel Druck. Einfach weil eure Körper mit, von eurer Körpermitte geht ganz viel Druck aus. Deswegen sage ich auch meinen Kursteilnehmern immer, hebt eure Körpermitte, sie ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich also merke, mein Pferd kann auf diese Einladung noch nicht kommen, sage ich, ist überhaupt kein Problem, Schätzchen, ich drehe mich wieder um und gehe wieder weg. Und dann versuche ich es einfach nochmal. Ich drehe mich wieder um und sage, wie sieht es jetzt aus? Pferd sagt, geht noch nicht, sage ich, ist überhaupt kein Problem. Und ich mache einfach dieses Spiel so lange, bis das Pferd irgendwann sagt, okay, das waren quasi die ersten Schritte in meine Richtung zu meiner Körpermitte, weil ich will natürlich nachher nicht die ganze Zeit das Pferd im Rücken haben, sondern ich brauche diese Richtung, dieses Einladen, das Rückwärtsgehen, das heißt immer, kommt bitte zu mir. Und das braucht ihr nachher für später, weil wenn euer Pferd wegläuft, tolles Pony, wenn euer Pferd wegläuft und Pferde laufen in der Freiarbeit immer wieder weg, das ist überhaupt nicht schlimm. Ihr braucht einfach nur eine Technik, um dem Pferd zu sagen, denk bitte wieder in meine Richtung. Und wer uns und unsere Pferde kennt, der weiß, dass unsere Pferde gerne selbstständige Ideen haben und sich immer wieder verabschieden. Und wir finden das aber eben nicht weiter schlimm, sondern wir sagen die ganze Zeit wieder, alles klar, Schätzchen, komm wieder in meine Richtung. Wenn ihr bei diesen natürlichen Folgen fangen die Pferde ganz oft an, sich an eurer Schulter zu positionieren, weil sie sagen, das ist die Position, die ich kenne. Dann sagt ihr, das will ich noch gar nicht. Und ihr macht immer das Entgegengesetzte am Anfang von dem, was das Pferd euch anbietet. Wenn das Pferd sagt, ich würde gerne nach rechts gehen, dann sagt ihr, nee, habe ich noch keine Lust drauf, nee, geht nach links. Wenn euer Pferd nach links geht, geht ihr einfach nach rechts. Weil ganz oft, was man ganz oft sieht, das Pferd denkt nach rechts und der Mensch sagt, alles klar, Schätzchen, ich komme schon hinterher, ich bin schon bei dir. Das ist aber nicht das, was ihr wollt. Was ihr wollt, ist, dass das Pferd in eure Richtung denkt und nicht ihr in die Richtung des Pferdes. Das war das natürliche Folgen, das freie Folgen. Vielen Dank, Mabel, für die Hinterhand, dass du dich todesmutig in diese Zone begeben hast.